Hallo meine Lieben, ein paar schöne Momente aus meinem Leben, das Restaurant Kilin, tolle Speisen, ein schönes Ambiente, das Personal ist top geschult, sehr schöne Zeit drin, meine leckeren Sushis, Miso-Suppe, Ente süß-sauer, toll. Ein tropenähnlicher Regen, so viel Wasser in so eine kurze Zeit, Wahnsinn. Ein Bekannter hat vergessen, seine Balkontür zuzumachen und seine Wohnung hat einfach geschwommen. Trotzdem ein faszinierendes Naturschauspiel, Sonne strahlt, es tut mir leid, mein Handy hat nie so gut gefilmt, trotzdem wollte ich das euch zeigen, Himmel, Kontrastfarben, die unheilschwangere Wolken, könnte man richtig beschreiben. Regenbogen kam auch. Es war sehr schön. Himmelsblauer Traum. Ja, ja, das ist mein Traum. Und ich träume davon noch. Ja, ein schöner Besuch am Wochenende. Kaffeekuchenzeit. Sehr schöne Zeit für uns. Mal miteinander quatschen, sich entspannen, austauschen. Alles war sehr schön. Ja, meine Torte, ich habe sie selbst gebacken. Dann habe ich noch Eis gemacht, auch selbst. Also unsere Küche ist sehr gemütlich, viele Sachen außer unserer Sitzgruppe hat mein Mann gebaut, die Hängeschränke, Regale, alles so wie ihr seht, schlicht weiß, sehr schön. Ja, das ist auch für unser Eis. Wurde gedacht. Psst. Ja. Tisch wurde dekoriert. Jetzt wird schön gegessen. Ja. Jetzt durfte ich die Torte aufschneiden. Nichts Besonderes. Ganz einfache Kaffeekuchenzeit. Und was wir alle bestimmt viele mögen. Ich auf alle Fälle. Gemütlich mit den Freunden sitzen, beim leckeren Stück Kuchen und einfach gemütlich Zeit verbringen. Die Lampe hat ein bisschen gestört. Die Ecke ist sehr gemütlich. In der Winterzeit ist auch sehr schön. Ja, ich muss unbedingt was beweisen. Irgendwas. Mandeltorte. Es ist aus der Packung. Muss ich zu meiner Schande gestehen, sorry. Trotzdem, ja, ich backe gerne, probiere vieles aus, wie ihr dann später seht, selbstgemachtes Eis. So sieht die Torte aus. Ja, lecker, das war lecker, aber das war auch mächtig. Wir waren alle nach einem Stück richtig, richtig satt. Wie ihr merkt, unser Freund, guter Bekannter, lieber Freund, hat eine russische Tasse,
Ich habe das nicht gezeigt, aber das sind die Lieblingstassen von meinem Mann. So, das ist ja ein Stückchen für den Kameramann und ein Stückchen für mich. Ja, viel Mond, alles da. So, also es war lecker, muss ich sagen. So, jetzt seht ihr mein Eis. Nur 3 Zutaten und leckeres Milcheis ist fertig. Bestimmt kann man noch Kakao dazu geben. Man konnte dann Schokoeis daraus machen. Werde ich demnächst probieren und euch auch gerne zeigen. So, mein Mann füllt auf. Der Löffel taucht er auch in heißes Wasser. So sieht's aus. Dazu gab's auch Früchte. Wir hatten Banane, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren dazu und Heidelbeeren. Also viele Vitamine, nicht nur süß. Ja, ihr seht ja die Tasse, da steht Rassier. Also, wir kaufen gerne mal in russischem Geschäft. Da gibt es ja auch schöne Sachen, die wir beide mögen. So, jetzt die gemütliche Wohnstube. Südseite. Sonnenseite des Lebens. Also, bye bye, unser Freund. Jetzt unser liebes Streifenhörnchen in Aktion. Pinienkerne hat sie irgendwie nicht verachtet. Also, die wollte sie nicht. Also war nicht so gut genug. Ich möchte gern, dass die rauskommt. Ja, da war sie so ein bisschen vorsichtig, weil gerade sitzen mein Mann und meine große Tochter auf der Couch. Und da war sie so ein bisschen jetzt wird's weggerannt. Hörnchen unterwegs, Hörnchen auf Freigang. Zack. Jetzt, man sieht, dass unsere Madame viel Blödsinn im Kopf hat. Naja, das ist normal für Hörnchen. Die wohnen nicht nur in den Bäumen, sondern auch irgendwo in der Erde. Und die wühlen gerne. Also mein armes Zitronenbäumchen. So. Die guckt gerne aus dem Fenster. Das ist unsere Balkontür. Also Parkett ist alt, aber gepflegt. Ich pflege den auch, wie ich kann. Mit Kokosöl, so dass es auch gut aussieht. Ja. So sind sie. Die Streifenhörnchen. Ich mag unsere Madame. Meine Tochter hat
die er zuerst in Dresden gehabt, bei sich, aber dann hat sie Katze gekriegt. Die Katze und ein Streifenhörnchen sind nicht ganz kompatibel miteinander. Danach musste ich ja fegen. Klar, wieder, dass es sauber ist. Alles. So. Auf alle Fälle, unsere Madame macht mir immer gute Laune. Die bettelt manchmal um eine Beere, um eine Tomate oder sie mag auch Nüsse und man spürt, dass sie was erwartet. Streifenhörnchen zu Hause zu halten, finde ich ziemlich pflegeleicht. So, das war die Anprobe. Mein Mann macht eine Modenschau bei Garstadt. Das Hemd Nummer 1 haben wir genommen. Anderes hat nie so richtig gepasst. Karstadt mögen wir auch beide, gehen gern dahin. Heute habe ich wieder mir ein Kleid gegönnt. Und wo haben wir das gekauft? Genau, bei Karstadt. Mein Mann probiert Sommerhüte an. So, nochmals unsere Küche und Feng Shui. Küche ist ziemlich groß und trotzdem so aufgebaut. Ich bin Feng Shui interessiert. Ich habe so mitgekriegt, dass Stück, als ob Stück von der Küche abgeschnitten ist. Und dadurch dafür oder dagegen, ja, um gute Geister zu haben, habe ich ja Spiegel gegenüber dem Fenster gestellt. Das füllt Raum wieder auf. So steht in den Büchern. Also wie gesagt, alles von meinem Mann selbst gebaut. Die Regale, die Arbeitsfläche. Finde ich sehr bequem und schön und robust. Ja, Möbel ist schwer. Kohlrabi wird gekocht. Wir essen Kohlrabi auch sehr gerne. Also Kohlrabi-Gemüse mache ich nach dem Rezept von meiner Schwiegermutter. Habe ich bei ihr gesehen, habe was mir so notiert und jetzt mache ich das so, wie so lecker ist. Unser Eierkocher finde ich nicht so ganz schön. Möchte ein bisschen schickeres, hübscheres, passender zur Küche. Ja. So sieht das so aus. Sieht alles aus. Ja, ich dekoriere gerne. Schwarz-Weiß, da sind die Fliesen, Untersetzer, die für uns unsere jüngste Tochter geschenkt hat. So, das ist ein Blick nach unten. So. Unsere Frösche von uns gemacht. Irgendwann hat die Serviettentechnik gemacht. Das war bestimmt vor 15 Jahren mindestens. Diese Figur wurde von unserem Freund geschnitzt. Sehr talentiert. Sieht super aus. Ja, unsere letzte Errungenschaft. Die schöne Tassen,
von der Ostsee. Flut und Ebbe. Ich fand das so witzig. Nicht nur Babas Brot, aber was drin ist. Flut und Ebbe. Das ist richtig toll. Aus solchen witzigen Tassen macht auch richtig Spaß, Tee oder Kaffee zu trinken. So, da sind unsere Rezeptbücher. Ja. Und meine Kunst, zwar Abmalkunst, Kandinsky, ein Winterabend, glaube ich. Ich mag Kandinsky auf alle Fälle. Das ist von einer Ansichtskarte zu einem Unwetter, Schutz vom Unwetter für die Fußgänger, für die Wanderer. So, was kann ich ja noch zu dem Bild sagen? Erzähle ich irgendwann mal mehr. Da sind meine wieder Kunstwerke bemalt für Ostern. Das ist ein Samovar, versteckt unter der Blume, unter den Blättern. Ein sehr schöner Samovar. Aber kein des elektrischen Samovar. Das ist Spiegel übrigens. Der Spiegel, der gegenüber dem Fenster ist und füllt ein bisschen Raum auf.